Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ganz, ganz liebe Grüße hier aus Koh Phangan, aus Thailand. Und hier wird es jetzt einige Solo-Folgen geben, die nächste Zeit. Und ich lese gerade ein ganz, ganz interessantes Buch. Und zwar heißt das Buch Die Macht der Gewohnheiten. Und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten immer mehr mit dem Thema Gewohnheiten und Routinen beschäftigt, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist und weil mir jeder richtig Erfolgreiche gesagt hat, dass er verschiedene Routinen, ob eine Morgenroutine oder Routinen, Gewohnheiten unterm Tag hat, die ihm helfen, fokussiert zu bleiben, produktiver zu sein und so weiter. Also habe ich mich angefangen, mehr damit zu beschäftigen. Und dann habe ich mich gefragt, was genau ist eigentlich eine Gewohnheit? Und eine Gewohnheit ist nichts anderes wie eine Routine, was sich wiederholt, wo das Gehirn nicht mehr im vollen Einsatz ist bei einer Entscheidungsfindung, sondern das Gehirn macht das irgendwann automatisch, weil es es so oft schon gemacht hat. Das heißt, es erleichtert dir oder kostet dich nicht so viel Energie, weil du nicht entscheiden musst, sondern dein Gehirn und dein ganzes Unterbewusstsein schon so einen Automatismus entwickelt hat. Und wie entsteht jetzt eigentlich eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit besteht eigentlich aus drei Teilen. Und zwar gibt es immer einen Auslöser, einen sogenannten Auslösereiz. Dann die Gewohnheit, das Verhalten, die Routine an sich. Und am Ende steht immer eine Belohnung. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal stressige Tage anschauen, von beispielsweise Rauchern, ist immer ein Auslösereiz, zum Beispiel Stress. Das ist der Auslösereiz, damit beginnt es, ein stressiger Tag. Der Chef hat mich vielleicht genervt oder ich bin überfordert oder. Gibt ja viele Auslösereize, aber nehmen wir jetzt mal den Stress. Greift der Raucher aus Gewohnheit, aus Routine zu dem Verhalten, dass er sich eine Zigarette holt und die Belohnung ist, dass er sich entspannter fühlt. Das geht mit vielem anderen auch. Auslösereiz ist zum Beispiel, dass man sich einsam fühlt, innere Leere. Greifen viele Menschen aus Gewohnheit zum Beispiel zu essen und essen mehr oder essen, obwohl sie gar keinen Hunger haben, sondern einfach nur, um diese innere Leere zu füllen. Die Belohnung ist zum Beispiel Ausgeglichenheit. Oder wenn man sich abends auf ein Sofa setzt, dann ist der Auslösereiz, ich mache den Fernseher an, hole mir ein Bier und Chips und die Belohnung ist, dass es mir Gemütlichkeit verschafft. Und das sind natürlich alles Routinen beispielsweise oder Gewohnheiten, die natürlich in Ordnung sind, wenn du die so leben möchtest, aber die natürlich dir nicht Energie liefern, die dich nicht langfristig zufriedener oder glücklicher machen. Wichtig zu verstehen bei Gewohnheiten ist immer, dass der Auslösereiz, also zum Beispiel der Stress, die innere Leere, der Fernseher, der bleibt zum Beispiel immer fix, außer natürlich, ich verkaufe den Fernseher, ja, oder ich arbeite an meiner inneren Leere. Aber nehmen wir jetzt einfach mal das Thema Stress, das wird immer da sein. Und die Belohnung, nämlich die Entspannung, die wir dafür gerne hätten, die wird in der Regel auch immer bleiben. Das heißt, das Einzige, was wir verändern können, ist die goldene Mitte sozusagen, das Verhalten, unsere Gewohnheit. Bei dem haben wir die Wahl. Und unser Verlangen nach dieser Belohnung treibt unsere Gewohnheiten an. Das heißt, unser Gehirn antizipiert schon die Belohnung, bevor ich das Verhalten gemacht habe. Beispiel, jeder von uns weiß wahrscheinlich, wenn er morgens früh oder auch abends, wenn er Sport machen würde, wie das Gefühl nach dem Sport ist. Nämlich, dass man sich dann echt richtig gut fühlt, den inneren Schweinehund überwunden hat und so weiter. Das heißt, unser Gehirn antizipiert schon die Belohnung. Jetzt ist es an uns, das Ganze umzusetzen. Weil nur als Beispiel, wie verändere ich so ein Verhalten? Also als allererster Schritt
Schritt 1 zur Veränderung von Gewohnheiten ist auch hier wieder die Bewusstmachung. Was möchte ich denn nicht mehr? Möchte ich zum Beispiel bei Stress nicht mehr zur Zigarette greifen? Dann ist es eine Bewusstmachung. Dann muss ich mir überlegen, okay, was ist die Alternative? Was könnte ich stattdessen machen, um die Belohnung trotzdem, diese Entspannung, die ich habe nach dem Rauchen, um die trotzdem zu bekommen? Und da ist zum Beispiel, bei Stress kann ich joggen gehen. Jetzt sagt der ein oder andere, ja klar, aber mitten am Tag kann ich nicht im Büro anfangen, mir die Klamotten oder mich umzuziehen und joggen zu gehen. Richtig. Alternative, Meditation, 2 Minuten am Schreibtisch. Oder. Also es gibt verschiedene Dinge. Auch zu sagen, hey, ich hole mir einen Tee und ich atme mal kurz tief durch. Oder ich gehe kurz an die frische Luft. Ohne Zigarette. Das sind alles so Sachen, die man als Alternative machen kann. Oder beispielsweise Auslöser Fernseher. Wenn ich abends nach Hause komme und ich hatte einen harten Tag und ich will mein Gehirn belohnen mit Gemütlichkeit, was spricht dagegen, sich zum Beispiel Apfelchips oder andere Chips zu holen, Gemüsechips, sich selber welche zu machen im Backofen? Da gibt es heute ganz, ganz tolle Alternativen zu normalen Chips und Bier beispielsweise. Und so das Gehirn langsam umzuprogrammieren, dass es irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken muss, welche Gewohnheit fahre ich ab. Ich habe das vor Monaten, ich glaube jetzt sogar schon vor fast 1,5 Jahren angefangen, morgens kalt oder wenn ich dusche, kalt zu duschen. Also ich starte ganz normal und wenn ich dann fertig bin mit allem, drehe ich den Hahn auf komplett kalt, ungefähr 30 Sekunden. Mittlerweile ist das so eine Routine, so eine Gewohnheit geworden, dass mein Gehirn nicht mehr drüber nachdenkt. Am Anfang ist es natürlich ein Kampf, warum mache ich das jetzt? Es ist echt kalt, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Dann ist es noch keine Gewohnheit geworden, weil das Gehirn noch ganz viel Energie aufwenden muss, um eine Entscheidung zu treffen. So, das ist wie mit dem Zähneputzen beispielsweise. Das habt ihr irgendwann angefangen als Kinder oder eure Eltern haben es mit euch angefangen und für euch ist es völlig normal, morgens und abends zum Beispiel die Zähne zu putzen. Und da braucht ihr überhaupt keine Energie für. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr habt ganz, ganz viele Gewohnheiten über den Tag, die euch produktiver, effektiver oder entspannter werden lassen, für die ihr gar keine Energie verschwenden müsst. Wie großartig ist das denn? Das heißt, ihr kommt nicht nur schneller voran, effektiver in eurem Tag, sondern wie gesagt, ihr findet auch noch zum Beispiel mehr Entspannung. Und das wollte ich euch einfach mal mitgeben, was mich jetzt so als Basics mal aus diesem Buch unter anderem, was mich da inspiriert hat sozusagen. Und vielleicht werde ich nochmal eine machen zum Thema Schlüsselgewohnheiten, was das überhaupt ist und was es damit auf sich hat. Und ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal ein bisschen helfen. Schaut euch einfach mal bewusst euer Leben an. Welche Gewohnheiten habt ihr denn schon etabliert? Was macht ihr, ohne drüber nachzudenken, in eurem Alltag? Wie startet euer Tag? Wie endet euer Tag? Und was macht ihr dazwischen so? Als Beispiel, holt ihr euch nach dem Mittagessen immer noch was Süßes? oder ein Espresso oder. Es ist alles okay. Also es geht nicht darum, die Dinge jetzt hier zu bewerten, sondern nur sich bewusst zu machen, mache ich das eigentlich freiwillig? Oder ist es einfach so eine Gewohnheit geworden, dass es für mich dazugehört und will ich diese Gewohnheit so haben? Und ich wünsche euch einfach, dass ihr bewusst damit durchs Leben geht, um zu gucken, was passt zu mir, was nicht, was will ich haben und was nicht. Und wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße hier von Koh Phangan und ich schicke euch die Sonne nach Deutschland. Liebe Grüße.